Ein Sieg der Jesse Beats. Gestern hatten wir einen zweiten Platz bei den Kindern, dann einen fünften Platz bei den Erwachsenen. Besser geht's nicht. Ja, also wir haben 25-jähriges Vereinsjubiläum am 12. und 13. Oktober. Eine große Tanzgala in der Cottbuser Stadthalle. Ja, Dirk Rubinski, Präsident des Cottbuser Jazzlands Clubs. Wie zufrieden ist man jetzt gegen Ende des zweiten Wettkampftags? Ja, du siehst ja, wie ich strahle. Wir hatten auch am zweiten Wettkampftag eine ganz tolle Publikumsatmosphäre. Ein Sieg der Jesse Beats. Gestern hatten wir einen zweiten Platz bei den Kindern, dann einen fünften Platz bei den Erwachsenen. Besser geht's nicht. Und es waren genügend Zuschauer da? Ja, fast 900 jetzt zusammengerechnet mit teilnehmenden Formationen am ganzen Wochenende. Und das ist genauso viel wie im letzten Jahr. Das ist sehr schön. Die Beats sind zum zweiten Mal Erster geworden, wenn ich gut aufgepasst habe. Und da sieht es ja so aus, als wenn man wieder in Richtung Meisterschaft geht. Das ist richtig. Es ist noch eine Regionalmeisterschaft zu meistern, aber ja, das ist eine Hürde, die man schaffen kann. Und dann wäre Mitte Juni sogar die deutsche Meisterschaft in Wilsdruff dieses Jahr. Daraufhin arbeitet man, dass man da möglichst dabei ist. Auf jeden Fall. Auch mit der Kinderformation sieht es ganz gut aus, dass wir die vielleicht auch mitnehmen zur deutschen Meisterschaft. Das wäre natürlich wieder ein Riesenerfolg, weil wir auch in den letzten beiden Jahren mit beiden Formationen bei den deutschen Meisterschaften waren. Und dann haben wir ja noch im Herbst unsere große Gala. Da sollten wir ganz kurz ein Wort verlieren. Ja, also wir haben 25-jähriges Vereinsjubiläum am 12. und 13. Oktober. Eine große Tanzgala in der Cottbuser Stadthalle. Darauf konzentrieren wir uns in diesem Jahr und deswegen diesmal nicht eine WM-Teilnahme im Blick. Man muss Prioritäten setzen und ihr setzt sie mit 25 Jahren. Guter Anlass, gute Vorbereitung auch dahin. Heute hat alles gut geklappt, genau wie gestern. Also weiter geht's im Jahresverlauf mit dem Jazzdance Club Cottbus. Auf jeden Fall. Dankeschön.